Sieben Möglichkeiten, wie Religion und Spiritualität zu psychischem Wohlbefinden beitragen. Glaube, der Berge versetzen kann. Wer ein spiritueller, gläubiger oder religiöser Mensch sein darf, genießt im Leben viele Vorteile. Es spielt dabei keine Rolle, ob man sich einer konkreten Weltreligion zugehörig fühlt, einer Glaubensgemeinschaft, Meditationsgruppe oder ganz für sich allein seinen Draht zu den höheren Mächten pflegt. Wichtig ist das Wissen, dass es immer eine Instanz gibt, an die wir uns mit allen Problemen wenden können. Solche Menschen haben erstaunlich wenig Angst vor dem Tod, leben ihr Leben jedoch gleichzeitig mit großer Ehrfurcht und Demut. Sie würden es niemals leichtfertig aufs Spiel setzen oder sich bewusst in Gefahr bringen. Wer die Existenz höherer Mächte anerkennt und diese respektiert, kann im Leben wirklich alles erreichen. Wie tief und wie besonders die Auswirkungen jeglicher Form von Spiritualität sein können, möchten wir dir in unserem heutigen Podcast vorstellen. Sie kann nämlich nicht nur im Alltag hilfreich sein. Manchen Menschen am Rande des Abgrunds rettet sie buchstäblich das Leben. Nummer 1. Verluste und die Angst davor können besser verarbeitet werden. Was viele Menschen komplett aus der Bahn wirft, ist der Verlust ihrer Lieben. Tod und Trennung sind traumatische Erfahrungen, die die Hinterbliebenen mit einem kaum zu bewältigenden emotionalen Trümmerfeld konfrontieren. Wer in diesen dunklen Zeiten nicht allein ist und sich, analog zur christlichen Überlieferung, selbst im finsteren Tal getröstet und beschützt fühlt, wird auch dieses Tief irgendwann durchtaucht haben. Die Angst vor Verlusten kann gleichfalls lähmend sein und uns quasi bereits prophylaktisch in den Zustand völliger Überforderung katapultieren, bevor überhaupt ein echter Grund dafür vorliegt. Wer sich immer und immer wieder vor solchen Herausforderungen sieht und nichts und niemanden hat, wo Rettung zu erwarten wäre, wird irgendwann aufgeben müssen. Gläubige Menschen hingegen wissen, dass es immer eine Adresse gibt, an die sie sich wenden können. Sie nutzen die Kraft des Gebets und der Meditation und legen ihre Ängste vertrauensvoll in schützende Hände. Manchmal helfen Rituale, manchmal ist das Gespräch in einer Gruppe Gleichgesinnter heilsam. Nummer 2. Traumapatienten haben höhere Chancen auf Heilung. Studien an Patienten, die sexuellen Missbrauch erleben mussten, konnten erfolgreich zeigen, dass jene Teilnehmer mit einem spirituellen Background bessere Fortschritte in ihrer Therapie erzielen konnten. Allein oder in der Gruppe, der Anknüpfungspunkt Religion oder Glaube war von enormer Bedeutung für die Genesung der Betroffenen. Die Existenz von höheren Mächten aus tiefstem Herzen anzuerkennen, half diesen Personen, das Trauma Stück für Stück hinter sich zu lassen und ihren Blickwinkel auf die Zukunft unter einem besseren Stern zu richten. Ihre Therapieerfolge und Heilungsprozesse schritten deutlich schneller voran als jene der Kontrollgruppe, die sich als Agnostiker bezeichnete. Nummer 3. Therapien und medizinische Behandlungen können darauf aufbauen. Erstaunlicherweise ist Spiritualität ein Thema, das sich hervorragend als vertrauensbildende Maßnahme in jeder Behandlungsform erweist. Psychotherapie, Physiotherapie und andere Langzeitformen medizinischer Intervention sind eher von Erfolg gekrönt, wenn zwischen Arzt oder Therapeut und Patienten der Glaube oder eine Religion als Bindeglied fungiert. Wie Mitglieder desselben Geheimbundes oder Clubs besteht zwischen beiden Handlungsträgern sofort eine tiefere Verbindung und ein stilles Übereinkommen, die ohne diese Gemeinsamkeit niemals zustande kämen. Nummer 4. Im Alltag hilft Spiritualität gegen Stress und Ängste. Es muss ja hoffentlich gar nicht erst so weit kommen, dass wir ärztliche Hilfe benötigen. Religion und Spiritualität können da einigen psychischen Erkrankungen, aber auch körperlichen Erschöpfungszuständen entgegenwirken. Meditation und Gebet senken unseren Blutdruck, verringern unseren Stresslevel und sorgen praktisch in Echtzeit für Entspannung von Körper und Geist. Das Abschalten in der Stille einer spirituellen Übung oder das Ausführen eines ganz persönlichen Rituals ist wie ein Kurzurlaub für unseren gesamten Organismus. Wir fördern somit nicht nur unser gutes Verhältnis nach oben, sondern auch zu uns selbst. Nummer 5. Minderwertigkeitsgefühle und die Sinnfrage bleiben aus. Große Herausforderungen im Rahmen einer Psychotherapie sind psychische Störungen, denen ausgeprägte Minderwertigkeitsgefühle zugrunde liegen.
Auch das Fehlen jeglicher Perspektive und das Gefühl, ein ganz und gar sinnloses Dasein zu fristen, macht Patienten über die Maßen zu schaffen. Für die Therapeuten ist es unter diesen Voraussetzungen oft schwierig, einen Punkt oder ein Thema zu finden, wo sie ansetzen und worauf sie aufbauen können. Handelt es sich bei den Betroffenen jedoch um Menschen, die zumindest ansatzweise die Existenz höherer Mächte akzeptieren oder in einer Glaubensform ein wenig behaftet sind, fällt das Arbeiten an den emotionalen Defiziten wesentlich leichter. Die meisten religiösen Weltlehren stellen den Wert des Menschen in den Vordergrund. Wer glauben kann, Teil der Schöpfung oder des Urknalls zu sein, hat kaum mehr die Chance, sich minderwertig oder bedeutungslos zu fühlen. Auch die Sinnfrage beantwortet jede Form von spiritueller Überzeugung mehr oder weniger selbsterklärend. Ob wir nun das ewige Leben anstreben, ein Upgrade als Wiedergeburt oder an Himmel und Hölle denken, ein Ziel ist ein Ziel und kann für den Behandlungserfolg gar nicht hoch genug bewertet werden. Nummer 6. Die Behandlung von Essstörungen fällt erfolgreicher aus. Ein erstaunlicher Aspekt konnte bei der Behandlung von Patienten mit einer Essstörung dokumentiert werden. Jene Gruppen, bei deren therapeutischer Begleitung, Religion oder Spiritualität Teil des ganzheitlichen Therapieplans waren, konnten schnellere Behandlungserfolge verzeichnen. Auch hier fungierte der Glaube an höhere Mächte als gemeinsame Basis, wirkte vertrauensbildend und half den Betroffenen, ihren Kampf mit ihrem Alltag und ihre Probleme mit einem größeren Kontext zu sehen. Nummer 7. Für Suchtkranke ist Spiritualität wie ein Rettungsring. Im Kampf gegen eine Drogen- oder Alkoholsucht scheint Spiritualität so etwas wie eine sichere Bank zu sein. Viele Betroffenen berichten nach erfolgreicher Therapie, dass die Gewissheit, einen Gott, Jesus oder die Macht des Universums an ihrer Seite zu wissen, ihnen erst die nötige Kraft für einen erfolgreichen Entzug gab. Auch danach ist die Verankerung in einer religiösen Gemeinschaft oder Meditationsgruppe essentiell für diese Menschen. Sie fühlen sich geborgen, angenommen und verstanden, ohne für ihr Suchtproblem verurteilt zu werden. Das spirituelle Selbstbild verdrängt das Selbstbild des Süchtigen. Der spirituelle Ansatz einer Suchttherapie ist maßgeblicher Bestandteil des bekannten 12-Schritte-Plans. Bereits Schritt Nummer 2 darin hält fest, dass die Betroffenen daran glauben, dass nur eine Macht, die größer als sie selbst ist, die eigene Gesundheit wiederherstellen kann. Ursprünglich nur auf Gott bezogen, wurde die neutralere Formulierung gewählt, um die Botschaft des Programms auch nicht-religiösen Personen zugänglich zu machen. Das sich berufen auf diese höhere Macht kommt anschließend noch in weiteren Schritten vor und nimmt somit eine zentrale Rolle in dieser Therapieform ein. Im Grunde genommen stellt sie eine einzige Einladung an die Erkrankten dar, ihre Probleme vertrauensvoll an diese höhere Instanz zu delegieren. Zuflucht und Unterstützung in allen Lebenslagen. Religiöse oder spirituelle Menschen können sich ein Leben ohne ihren Glauben wahrscheinlich überhaupt nicht vorstellen. Echte Überzeugungsarbeit leisten kann hier nur das Leben selbst. Allerdings sind es dann meistens Lektionen auf die harte Tour, die den Weg zu einer spirituellen Lebensführung ebnen. Die Transformation zu einem glaubenden und spirituell erfüllten Menschen kann nur in uns selbst stattfinden. Jeder Zwang und jedes Einwirken von außen wäre dabei eher kontraproduktiv. Oder, um es mit Albert Schweitzer auszudrücken, wer glaubt, ein Christ zu sein, weil er die Kirche besucht, irrt sich. Man wird ja auch kein Auto, wenn man in eine Garage geht. Wenn dir unser heutiger Beitrag gefallen hat, dann gib uns gerne einen Daumen nach oben.